Nationalgalerie hat 1924 Rudolf Belling erstmals in einer Museumsausstellung vorgestellt. An dieser Ausstellung mit dem Titel Skulpturen und Architekturen knüpfen wir an. Und das Spezielle, was damals diese Präsentation ausgezeichnet hat, dass Ludwig Justi als Leiter der Nationalgalerie im ehemaligen Kronprinzenpalais nicht nur die freie Kunst präsentiert hat, die freie Bildhauerei, sondern auch die angewandte Kunst von Rudolf Belling, also Schaufensterfiguren und Modelle für Architekturen, das zeigen wir heute erstmals wieder zusammen. Als Dr. Scholz vorhin die Tür aufmachte, dachte ich mir, eigentlich müsste dein Vater neben dir hergehen und das sehen. Es war unser Wunschhaus, unser Wunschmuseum, unser Traum, den Vater nach 90 Jahren wieder herzubringen. Wir hatten uns überlegt, ob wir die Ausstellung mit einem Zitat Rudolf Bellings benennen: Ich erlaube mir alles. Der Satz lautete vollständig: Ob gegenständlich oder gegenstandslos, ich erlaube mir alles, was nötig ist, um organisch, gesetzmäßig zu bilden. Am Anfang der 20er Jahre war Rudolf Belling sehr stark auch durch den Expressionismus geprägt, durch die kristalline Aufsplitterung von Formen. Und das ändert sich Mitte der 20er Jahre ein wenig. Zum einen ist das ein allgemeiner Rückschlag, eine Art Retour à l'ordre. Man hat die Abstraktion gesehen, man war durch die Avantgarde durchgegangen. Es kam dann mit der neuen Sachlichkeit wieder die allgemeine Tendenz zur Gegenstandsgebundenheit. Und zum Zweiten hing es auch sehr stark mit den Aufträgen zusammen. Belling hat sehr viele Aufträge auch für Porträts bekommen und ein Dargestellter möchte natürlich auch erkennbar sein und das hat er dann auch entsprechend umgesetzt. Der Vater hat mal gesagt, ich möchte, dass meine Werke so im Raum stehen, dass man sie umschreiten kann, weil jeder Schritt, jeder Millimeter, den man eine Skulptur dreht oder die man um eine Skulptur geht, und ich glaube, das trifft für alle hier zu, bietet ja schon wieder einen neuen Aspekt, einen völlig neuen Blickwinkel. Am Ende sind wir dann dazu gekommen, den Titel der Ausstellung von 1924 zu verwenden, ganz einfach und sachlich: Rudolf Belling, Skulpturen und Architekturen. Wir haben ihn wieder aufgenommen, auch als eine Hommage an das damalige Kronprinzenpalais der Nationalgalerie, als Spielstätte, ähnlich wie es heute der Hamburger Bahnhof ist, als Abteilung für die Gegenwartskunst, für das aktuelle Schaffen der Nationalgalerie. Und Rudolf Belling ist absolut gegenwärtig.